Hallo, ich bin Carsten bei Gummersbach. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also wir haben es noch ganz früh am 1. Januar morgen. Ich sag mal, frohes Neues. Und ich bin mal wieder im Bergischen Land unterwegs. Diesmal in der Gegend um Gummersbach. Und bin mal gespannt, was mich hier heute so erwartet. Ich hoffe, ihr begleitet mich noch ein Stück. Wir sehen uns unterwegs. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist jetzt mittlerweile auch schon 21:45. Bin schon eine ganze Zeit unterwegs. Und der Nebel, der will sich einfach nicht auflösen heute. Es wird auch nicht wirklich hell. Naja, vielleicht kommt ja jetzt doch langsam der Winter. Schauen wir mal. Der nächste Punkt der Tour ist jetzt eigentlich ein Aussichtsturm. Da hingehen werde ich auf jeden Fall, aber ich glaube kaum, dass ich da jetzt hochgehe, weil da gibt es eh nichts zu sehen. Also schauen wir mal, gehen wir weiter. Ja, und da ist der Aussichtsturm. Und wie ihr seht, ist der total im Nebel. Also spare ich mir das jetzt, da hoch zu kraxeln. Und vom Aussichtsturm auf dem Unnenberg geht es dann jetzt langsam zur Genkeltalsperre. Schau mal, also laut Karte geht der Wanderweg relativ nah am Wasser vorbei. Ich hoffe mal, dass man da auch ein bisschen was von der Talsperre sieht. Ist hier auch wieder ein schöner Wald. Und das Tolle ist, es ist jetzt hier gerade unwahrscheinlich still, finde ich. Bin sogar der Meinung, dass meine Stimme hier durch den Wald sogar ein bisschen hallt, obwohl ich gar nicht ganz so laut spreche. So, die Genkeltalsperre, die ist dann jetzt erreicht. Und auch hier Nebel. Ich denke mal, so richtig lichten wird sich der Dunst heute nicht. So, die Talsperre werde ich jetzt zum großen Teil umrunden. Und wo es dann hingeht, weiß ich selber nicht so genau.